Oder sind wir auch schon wieder zurück bei dem wunderschönen, Gott, wer ist das Spiel nochmal? Minesweeper, Minesweeper, ja doch, Minesweeper, glaube ich. Minesweep, Minesweep, Minesfarpalalap. Müsste Minesweeper gewesen sein. Der gute alte klassische Name davon. Ja. So. Okay, okay. Also, wir haben hier eins. Das heißt, hier ist einer. Hier ist zwei. Das heißt, hier ist wahrscheinlich eine Bombe. Hier ist zwei. Das heißt, hier in dem Radius müssen zwei Bomben sein. Das heißt, hier ist hier auf jeden Fall eine. Das heißt, dann kann hier eine Bombe sein oder aber hier kann eine Bombe sein. Also hier ist 50-50. Hier hingegen kann auch eine Bombe sein. Dann müsste aber... Nee, es würde keinen Sinn. Doch, es könnte nämlich auch hier und hier eine Bombe sein. Ach scheiße, wir machen einfach mal... Aber klar. Vier? Oh oh. Dann ist es hier aber ganz schön... Ne? TNT lass dich hier, mein Lieber. Oh, danke, danke. Wir brauchen hier ein paar Glücks... Alter! Ah! Hab schon gefragt, wo die ganzen Glücksfelder hier sind. Okay, also hier sind auf jeden Fall... Ne, Moment mal. Also hier ist auf jeden Fall eine Bombe, dann ist hier keine Bombe. Und hier auch keine. Genau. So. Das wiederum bedeutet, wenn hier eine Bombe ist und hier eine 1 ist, dann können hier keine Bomben sein, also können wir hier alles aufdecken. Sehr schön! So, das heißt, wenn hier überall eine 1 ist, ist hier auf jeden Fall eine Bombe. Also können wir hier wieder aufdecken. Kurs. Oh. Fuck my life. Fuck. Yay. Hallo? Was? Hä? What? Ach ja, so eine Funktion gab es ja auch irgendwie mal. Ich weiß nur nicht, wie die funktioniert. Yay. Wie ging denn das damals? Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals ging. Oh Gott, schon so lange her. Wir machen mal Small und verlassen das Spiel mal. So, was gibt's noch? Schach. Schach ist cool. Schach ist immer geil. Ronix, you can't reset the chessboard. A game has been started. If you are not a current player, try again in minus Minuten? Are you fucking kidding me? Digga, du müsstest ja erstmal in die Vergangenheit reisen. That make no sense at all. Ja gut, okay. Lassen wir das mal. Calculator. Ja. Was ist denn 7 durch 0? Eine Frage, die sich alle Mathematiker bis heute stellen. Und die Antwort ist Infinity. Eigentlich müsste da minus... Was? Eigentlich müsste da Invalid kommen. Schreibt man Invalid auch mit F? Ich weiß nicht. Ja, das hier könnten wir... Da können wir später USB-Sticks anlegen. Haben wir aber keine. Und Settings kann man bloß das Hintergrundbild wechseln. Ist also auch nicht so viel, was man das machen kann. Mal gucken, wir richten uns noch richtig schönes Hintergrundbild hier ein. Ne? So richtig schönes. Wow. Freedom! Ja, das sieht doch gut aus. Wobei mir das hier vorhin, das hat mir fast besser gefallen. Basic. Komm, wir machen einfach mal Basic hier. Bam. So. Ach, das ist doch ein Hintergrundbild. So, was wir jetzt noch brauchen, ist noch ein PC. PC. Nein, dann Computer? Ja. So, wir brauchen einen richtigen PC. Okay, das Ding ist erstaunlich preiswert. Ja, easy. Oh. Blätter. Ich meine, Blätter haben wir nun wirklich mehr als genug. Sagte er und hatte keine. Okay, das heißt, wir brauchen dieses Ölextrakt, davon brauchen wir 6 Stück.
Oder halt, bevor ich jetzt wieder irgendwas Dummes mache. Doch, genau, 6 Stück. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der ganze Klatsch kann eigentlich direkt schon mal wieder zurück. So, das kann zurück. Ja, das kann eigentlich... So, so viel hätten wir gar nicht machen müssen hier, ey. Terminierchen. Das kann zurück, das kann zurück. Das kann zurück, das kann zurück. Brauchen wir eine. Brauchen wir zwei. Das kann dann zurück. Schmelzt euch schon mal ein hier. Dauert ja noch ein bisschen. So, dann... Silizium kann auch hier oben mit rein. Das kann auch alles da oben rein. Ja, komm, ich weiß jetzt mal auch alles mit rein. Ach, wisst ihr was? Weg damit. So, der ganze Farbstoff. Was machen wir damit? Ich würde mal sagen, weil es nur so recht reinpasst, schmeiße ich das einfach hier in die Kiste mit rein und zwar nach unten. So. Von der Fertigkeit her ist das am niedrigsten. Dann kommt das und dann kommt das. Das wird dann heller zu weiß. So, perfekt. Okay. So. Dann gibt man mal hier ein bisschen Blätter. Mach hin. Schneller. Zack jetzt. Warum brauche ich eigentlich für einen Computer kein Gehäuse? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das ist auch eine andere Mod. Diese Computer-Mod ist eine komplett andere Mod. Und dann ist die halt einfach nicht so realistisch wie die andere Mod. So, alles. Dankeschön. Die Frage, stellen wir den jetzt hier um rauf oder stellen wir den hier runter? Technisch gesehen wäre hier unten eigentlich sinnvoller. Die kann man nicht einschalten, ist ja langweilig. Ja doch, genau, wir lassen ihn da unten. Easy. Okay. Dann haben wir es auch bereits. Perfekto Mato. Unser erster Büro ist fertig. So, die Frage ist, was machen wir jetzt bei den anderen Dingern? Was ist das hier eigentlich? Oh. Jo, man hätte es auch so einfach haben können. Na gut, aber das funktioniert ja dafür nicht. Das heißt, das wäre vielleicht eine Alternative hinten fürs Büro. Für unsere, ne, für unser... Ja, genau. Das wär's. Das machen wir hinten für unsere Office-Räume da bei dem Empfangs, bei dem... Turmgebäude, leg mich am Arsch. So, das heißt, wir brauchen hier von 10. Bob. Brauchen wir hier von. Nein, wir brauchen von den Kristallding. Haben wir keine. Na super. Danke. Damit brauchen wir 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir. Was? Achso, Papier. 20 von diesen Dingern. Ist schon mal eine Ansage. Da wissen wir zumindest, was wir brauchen. So, und dann brauchen wir noch mal das gleiche für Rechner. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Oh, und noch mal 30, noch mal mehr. Alter Schwede, ey. 1, 2, 3. Nein, 1, 2, 3. Arschloch. Ich habe aber nur noch 42, 43 davon. Oh Gott, Alter, wie das verfliegt. Es verschwindet halt einfach. Es verpufft halt einfach direkt wieder. Und wir brauchen jetzt hier mal Eisen. So. Direkt da reingehen, bitte. Wie sieht's hier aus? Na, fast fertig. So. Dankeschön. Und das gleiche. Ja, Krieg. Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Krieg. Ja, das heißt, der Computer wird wesentlich teurer. Dafür können wir den wirklich richtig benutzen. Während die anderen Rechner wirklich rein dekorativ sind. Genauso wie der Kasten hier unten ja rein dekorativ ist. Weil genau genommen brauchten wir den gar nicht, weil das hier ist ein All-in-One-PC eigentlich. Ne? Aber gut,
Ja. Ich sag mal so, Dinge sind geschehen. Oh. Ach komm, dann wir raus hier, mache ich dich noch hier mit rein. So. Komm hier. Renne mit dir. Voll, wenn du dich noch aufregst. Arschloch. So. Du machst erstmal das hier. 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Und dann der PC. Brauchen wir aber jetzt mit denen die Blätter. Sehr schön. Haben wir ja gleich. Dann laufen wir einfach mal mit 5 PC. So, schon wieder. Ach, Alter, komm her hier. Laufen wir jetzt schon wieder mit 5 PCs und 5 Bildschirmen in der Hand und durch die Gegend. Voll realistisch. Danke. Dankeschön. Okay. Das heißt, alles. Alles. Dankeschön. Und ab. Geht's. Dann packe ich auch gleich mal das ein, was wir fürs Dach brauchen. Das heißt einmal die Dinger und unser Replacement Tool. Und falls wir uns verbauen, was wir garantiert tun werden. Und ein bisschen Nahrung. Und dann geht's los. Auf los geht's los. Volle Fahrt voraus. Yay. Guckt sie euch an, unsere wunderschöne. Hier ist noch gar nicht gewachsen. Was ist hier los? Ich dachte, die wachsen ein bisschen schneller. Naja, dann halt nicht. Doch, sieht doch geil aus. Sieht zwar fast aus wie so ein Gefängnis von der Farbgebung her, aber mal gucken, wie es mit dem roten Dach aussieht. Das macht das Ganze hoffentlich ein bisschen lebendiger, denn. Da. So. Okay. Du kommst nach da. Du wirst einmal kopiert. Du kommst nach da. Uah. Und nach da. Und dann kommst du nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und noch da. So. Und jetzt kommst du daran, daran. Ach, verdammt. Egal. Ich mache erstmal das hier. Da habe ich die Taschen leer. So, die PCs. Wo kommen jetzt eigentlich die ganzen PCs? Wohl hier in den Flug kann ich den nicht einfach mal reinstellen. Weißt du was? Ich stelle die einfach hier so hin. So und so. So, auch scheiße. Denn steht hier direkt im Durchgangsbereich, wo die ganzen Fremden dann direkt drauf Zugriff haben. Ist also scheiße. Scheiß Idee. Ich meine, hier wird es gehen, ne? Einfach hier so in die Ecke stellen. Aber bei denen hier ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ach was, sie haben ihre PCs einfach direkt auch mit auf dem Rechner drauf. Auf dem Tisch drauf. Ah, okay, also wir sind einschalten, kann man sie. Nein, das da. So, und jetzt noch der Büro. Tisch. Der hat aber seine Rechner dann hier stehen. So. Easy. Perfekt. Schon ist die Behörde fertig. So. So, dann machen wir hier weiter.
So, so und so. Nein, das war schon wieder. Ich hab sogar was. Was? Alter, wie schnell baut denn die Kackding der ab hier? Oder habe ich hier noch gar nicht reingebaut? Doch, habe ich reingebaut. Ach, leck mich am Arsch. So, da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, da, da. Da, 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 da. Na komm, Mann, ich falle gleich runter. Das gibt es doch gar nicht. So. Komm. Irgendwann schlage ich dich noch grün und blau. Du Anus Alphabetus. Muertus DiCaprius. Na komm, komm. So. Zum Glück geht das mit dem Replacement Tool relativ easy, aber man muss halt immer noch rankommen. Ab morgen machen wir das hier alles mit World Edit. Dann geht's ja aber wie auf der Achterbahn. Wobei, morgen kommen eh keine Let's Plays. Und übermorgen, also ab Montag, denn kommt ja dann erstmal das Let's Play Special, wo ich schon ein bisschen was vorbereitet habe. Hatte ich ja bereits gestern erwähnt gehabt. Mal wieder ein Herzenswunsch. Ich hatte ja letztens mal ein bisschen so durchblicken lassen, was so mein Wunsch war, ne? So mit so Art Survival und ja, ein bisschen mit Tag-Nacht-Rhythmus und so und ein Server, der nur für mich ist und nicht für andere, damit ich da nicht auf andere Rücksicht nehmen muss, sondern wirklich freie Bahn mit Marzipan, ne? Und genau sowas in die Richtung habe ich jetzt quasi auch gemacht. So. Sehr schön. Und jetzt kannst du noch mal auf der anderen Seite genauso. So, das heißt. Oh, kann sein, dass die gar nicht reichen? Scheiße, nur ich komme da nie wieder rauf, wenn es jetzt nicht klappt. Oh Gott. Das fällt ja gut an. Das fängt ja wieder gut an. Easy. So, jetzt fällt mir gerade nur ein, wie es denn hier drin mit der Beleuchtung aussieht, ist dann die Frage. Hoffentlich wird es jetzt hier mit dem Dach nicht zu dunkel. Gut, allerdings sind das hier alles Stairs und Stairs laufen ja nicht durch. Warum auch immer. Also, ich weiß natürlich, warum das so ist, weil natürlich das Ganze mit dem Belichtungsmodell nicht ganz hinhaut, weil das Belichtungsmodell, das was quasi guckt, ob ein Block drüber ist, der dann einen Schatten wirft, der kommt halt nur mit ganzen Blöcken gut klar, weil er da einfach sagen kann, okay, da kommt kein Licht durch. Während diese Stairs ja in dem Moment, ne, keine ganzen Blöcke sind, das heißt, gesondert berechnet werden müssten und das ist halt noch nicht so gut implementiert. Aber es ist halt trotzdem witzig, dass halt bei den Stairs das Licht einfach durchleuchtet. Und diese da hinten ist kein bisschen dunkler geworden bis jetzt. Obwohl das schon längst Schatten sein müsste. Aber naja. Ob das bei Slabs so ist, glaube ja. Bei Slabs ist das, glaube ich, genauso. Aber eben gerade auch bei Stairs. Halt alles, was so eine Form hat, irgendwie. Alles, was keine Rennblöcke sind. Das macht bei Lichtberechnung immer ein bisschen Probleme. Oh, wir haben noch ein so ein Ding. Okay. Na gut, dann müssen wir halt erstmal hier so ein bisschen was holen noch wieder. Ein paar Slabs. Stairs.
Oh, wie sieht's hier aus, ne? Schon was gewachsen hier? Ja, Arschgeigen, Alter. Was? Was? Oh! Ach komm. Danke. So, dann nehmen wir mal ein paar erstmal. Ne? Wir nehmen die Dinge einfach mit. Und dann sehen wir ja. Wann es reicht und wann es nicht mehr reicht. Ich laufe wie geschwind, wie der Wind des Kinds. Oder so. So, hier müsste einer liegen, so ein kleines Dinglein. Da, perfekt. Wir wollen ja hier nichts wegwerfen, ne? Das soll hier schon alles in Ordnung kommen. So, hier kommen wir nicht mehr rauf. Das heißt, ich nehme das Ganze mal. Ja, perfekt. Ich nehme das Ganze mal weg und packe das stattdessen nach. Da so. Dankeschön. So, jetzt können wir hier direkt weitermachen. Sehr schön. Hier ist jetzt, hätten wir schon mal von der Weite gucken können, wie viel Ding überhaupt aussieht. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Aber ich sag mal so, so schlecht sollte es eigentlich nicht aussehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, also immer fünf Stück. Ich hasse dich so sehr. So, was haben wir noch? Drei. Und wir brauchen noch ein, zwei, zwölf. Das heißt, wir mal. Ist das jetzt ein Scheiß Ernst? Ich krieg ein Kind, Alter. Oh mein Gott. Alles weiter. Ja, es fehlt noch vier Stück natürlich. Gut, lassen wir so, fällt nicht auf. Freitod. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ihr wollt mich doch sowas verarschen. Ja, doch, sieht doch geil aus. Gut, diese grünen Dinger in der Luft ist natürlich wunderbar stylisch jetzt. Ach, leck mich halt einfach. Kackding, Alter. Kriegst du doch echt AIDS. Lal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 a. So. Da. So, wir brauchen noch 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann hätten wir das endlich mal. Ja, genau. Und wieder zurückrennen. Oh, hier wachsen rote Beeren. Schön. Für diese roten Beeren. Mich mal. Okay. Er muss sich natürlich wieder durchschlagen, ganz klar. So.
Lass ich ein bisschen erstmal offen. Da müssen wir jetzt nicht mehr wieder runterspringen, immer, sondern können einfach dadurch wieder gehen. So, so und perfekt. So, jetzt können wir hier rein und hier dicht machen. Perfekt. Gut, schön. Damit ist das Haus dann fertig. Geilomato. Yay. Guckt euch das Gebäude an. Ist das nicht wunderschön geworden? Ja, diese Scheißdinger hier oben, die gehen mir auf den Sack. Meine Fresse. Oh, wie sieht es eigentlich mit den Feldern aus? Könnten wir schon mal wieder abernten. Aber bevor wir das machen... Ey, wir müssen doch endlich mal dieses mit diesen Kacktyps und das Lager in Angriff nehmen. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes bauen. Wir wollen irgendwo, am besten direkt hier, hier haben wir schon große Fläche, Lager hin. Hier sollte ich noch ein paar Gebäude hin, dann mache ich diesen Sandhügel hier, also diesen Sandvorsprung hier weg. Und dann kommt hier so auf die Höhe ungefähr das Lager hin. Dann können wir endlich mal ein paar Sachen hier ordentlich wegräumen und so. Wobei wir dann erstmal gucken müssen, wie wir das Lager designen, weil ich kann nicht einfach irgendwie ein Haus bauen, wo wir ein paar Kisten reinstellen. Weil wie gesagt, das gesamte Ding soll dann ja mit Tubes verschachtelt werden. Das heißt, wir bräuchten dann quasi sowas wie doppelte Wände, wo dann Tubes drin versteckt werden können. Und wie wir das designtechnisch lösen, da bin ich noch ein bisschen... Das wird eine ganz schön knifflige Scheiße. Scheiße, das wird eine knifflige Scheiße. Da war die Wald hier. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir das taktisch lösen werden. Voll? Ernsthaft? Are you fucking kidding me? Na, was soll's. So. Das heißt, wir brauchen zuallererst mal eine Schippe. Schippe. Achso. Wow. War ich direkt... Ach, egal. So. Dann brauchen wir irgendwas... Lager für den Boden. Fürs Lagerboden, das soll dann so ein bisschen industriell sein. Genauso wie das Lager am Spawn. Versuche ich dafür also mal direkt Beton zu benutzen. Woraus wird Beton gemacht? Bitte was? Das ist ja Stahlbeton. What? Gibt es keine preiswertere Variante? Hm. Was ist das denn hier? Achso. Ja, gut, das bringt natürlich voll viel. Ja, gut, das heißt, dann brauchen wir also eine ganze Menge. Was ist das hier? Ja, Stahl. Warum braucht man bei Beton Stahl? Das soll doch kein Stahlbeton werden. Also auch schon wieder teurer, als mir lieb ist. Na gut, dann können wir da wieder diese Platten draus machen, machen wir wiederholbarweise, ganz ehrlich. Pff, fuck off. So. Das heißt, wir werden eine ganze Menge Beton brauchen. Für Beton brauchen wir... kann ich bitte einfach mal hier... Danke. Gravel, Stahl, Erde. Und was ist mit das? Holy fuck. Holy fuck. Ach du Scheiße. Na gut, okay. Ich glaube, ich würde mal sagen, danke dafür. Wie viele Wetterpflanzen haben wir denn jetzt gerade überhaupt? Eigentlich nicht viel. Ich korrigiere gar nichts. Also doch, hier oben 8 Stück. Ach, Herminierchen.
Weiter Farbstoff, danke. Ja gut, dann würde ich mal sagen, nein. Sie ist jetzt dunkelgrauer. Ist es jetzt auch der, den wir brauchen und nicht, dass es wieder so genauso läuft wie vorhin? Und wir irgendwas machen und dann heißt es, nee, das war eigentlich komplett falsch. Doch, dunkelgrauer Farbstoff. Okay, 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 ja, danke. Wir machen erstmal 30. 30 reicht aus, 30 reicht aus. Wir machen mal. Ach nee, das wären ja gerade mal 10. Oder? Aber ich weiß doch auch nicht. Nochmal. Achso, aller Vista. So, wir kommen. Ah, da bekommen wir immer 6 Blöcke raus. Okay, dann geht das sogar mit den Kosten. Fast. Aber es ist halt immer noch ein bisschen zu teuer. Egal. Komm, wir machen einfach mal hier. Ach komm, leg mich am Arsch. So. Du kommst wieder zurück. Okay. 51. Dann brauchen wir einen Eimer Wasser. Und Erde. So. Konkret heißt das jetzt folgendes. Wir brauchen konkret. Sehr gut, okay. Nein, wir brauchen. Erstmal hiervon eine ganze Menge. Alles. Ist nicht viel, aber immer ein bisschen was. So. Jetzt muss ich immer wieder den Eimer auffüllen. Einfach machen wir eine Vollpause hier. Ja. Heißt also, nächste Folge erstmal mal wieder Wasser auffüllen und dann. Kennen wir ja Spielchen. Bis dann.